Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Genau. Wir müssen jetzt hier mal langsam ran, dass wir hier mal langsam das Ding hier mal ein bisschen größer bauen. Ich glaube, wir machen da... Wir müssen aber sparen hier, also... Wir machen das erstmal so und dann gucken wir mal, dass wir das halt immer weiter ausbauen, je mehr Geld wir durch dann Gefangene auch wieder reinbekommen. So. Was könnten wir... Oh, hier wird auch geschmuggelt. Was können wir noch tun? Baumschule müssen wir noch eine neue Reihe machen. Noch eine neue Reihe. Immer ein bisschen mehr dran, dass wir hier so ein bisschen versetzt die Bäume bauen. Und da werde ich wieder Bäume gekauft ohne Ende, das kennen wir ja schon. Da, zack, zack, zack. Einzelfallhaft haben wir auch noch zwei Fälle. Weise drei Gefangene der 15 bestandene Grundausbildungsprogramme. Ja, wie viel haben wir denn da bestanden überhaupt schon? Kommen wir da jemals an diese 40.000 ran? Sicherheitsunterweisung haben wir jedenfalls. Können wir denn noch andere Aufgaben annehmen? Wo war denn das? Ah, hier. Du kannst nicht mehr als 3 Subventionen annehmen. Bankkredite kommen auch nicht, das haben wir noch nicht erforscht. 3 mehr versteckt. Personalwohlfühloffensive. Das sind wahrscheinlich Sachen, die hätten wir schon längst machen können. Ich weiß es nicht. So. Mit dem Strom hier, das wird dann auch eng. Da setzen wir lieber nochmal einen Kondensator ein. Und was ich dann noch testen wollte, ist, ob wir diese Türen, die großen Türen hier auch über die Steuerung steuern können. Ist sowieso so gerade so ein Problem, weil die Arbeiter auch den Müll nicht aus der Küche bringen. Warum nicht? Ach so, wir haben keinen Müll einmal hingesetzt. Ja, das sollen wir vielleicht tun. Sauber gemacht wird ja auch nicht mehr. So, hier müssen wir aufpassen wegen den Lampen. Die Lampen müssen wir wieder abreißen. So. Und dann können wir im Prinzip anfangen, hier die nächsten Zellen reinzuplanen. Würde ich mal vorschlagen. So, den hier, der will einfach nur pennen, okay. Der will nicht arbeiten. Die hier sind alle fleißig, das sieht gut aus. Okay, also brauchen wir die nächsten Zellen. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Achso, nee, erstmal legen wir die Grundversorgung. Wobei wir ja gar kein Geld mehr dafür haben. Das Reformierungsprogramm ist auch ziemlich teuer. Gut, dass wir dafür Geld bekommen. Haben wir denn schon Leute, die hier die Sägen bedienen können? Ja, Bedürfnisse, Aufgaben. Ja, Zerstörung. Fluchtversuch. Angriff auf Gefangene, Personalangriff. So. Ja, Tischler-Ausbildung läuft in der Tat. Zwei haben sich qualifiziert. Küchenunterweisung, weiß ich nicht, ob wir die unbedingt brauchen, aber wir machen sie halt. Grundbildungsprogramm läuft. Allgemeinbildungsprogramm brauchen wir gar nicht ein. Was? Pharmakologische Behandlung von Drogen. Drogenabhängigkeit behandeln, das ist ja eine coole Idee eigentlich. Gruppe für Alkoholiker. Machen wir auch mal. Eieiei. Wo findet ihr denn statt überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Gruppentherapie, sie hilft dem Wunsch von einem Psychologen in einem Gruppenraum geleitet. Jeder Gefangene benotet Stuhl. Okay, da müssen wir also in den Gruppenraum ein paar Stühle reinbauen. Ja, und wir wollen ja für unsere Jungs auch wirklich sorgen. Das heißt, wir verkaufen dann mal wieder hier ein bisschen unseren Produkten. So. Das heißt, wir können ja zumindest noch mal Stühle kaufen. Machen wir mal hier so ein...
Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. So. Da ist also das Treffen der anonymen Alkoholiker. Wann ist das scheduled? Das will ich mir nämlich angucken. Können wir den ganzen Tag über machen. Muss ich nur wer dafür melden. Schauen wir mal. Müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. So. Der will Fernsehen hier. Ja. Habe ich die Fernseher richtig rumstehen? Ja. Und da kommen die Stühle. Gut. Okay, weiter geht's. Haben wir im Export was zu verkaufen? Ja, sehr gut. Kommt also noch ein bisschen Geld rein. Wir können dann mal hier Zellen bauen. Beziehungsweise erstmal die Grundversorgung. Weil morgen kommen 19 Insassen. Wenn wir da... Also da kriegen wir richtig Randale, wenn wir das jetzt nicht hinbekommen. Da kriegen wir richtig Probleme. Ich überlege gerade, erstmal brauchen wir das gar nicht so lang. Weil wahrscheinlich erst noch das Kurze reichen wird. So hier. Das reicht wahrscheinlich erstmal noch. Für die ersten paar Zellen. Und wenn das dann fertig ist, dann geht's weiter. So, was haben wir hier? Läuft. Sitzungsgruppen haben sie noch keine gebildet. Werden ja wenigstens ein paar entlassen. Nee. Dafür haben wir wieder hier Drogen gesammelt. Auch nicht schlecht. Ich gucke ja immer so ein bisschen, ob hier Gefangene dann nach unten laufen und sie Sachen dann hochholen. Hat hochholen gesagt. ja, die schweren Jungs hier wieder Klamotten klauen. So, hier wird er gebaut. Jawohl, jetzt geht's ab. Oh, der Hund hat angeschlagen. Und was haben wir noch? Genau, ich wollte noch gucken, ob hier die... Jawohl, das ist jetzt auch eine Zone. Das heißt, wir können da oben die Patrouille wegmachen. Oder? Na, wir lassen das mal lieber. Wir lassen die erstmal noch. So, die sind fertig. Dann bauen wir also mal schnell die Zellen hier hin. Möglichst günstig. Also, Ziegelmauer. So. Was ich schade finde, ist, dass wir die selbstgebauten Betten nicht verwenden können. Also die guten, schönen, gepolsterten Betten, die die Gefangenen selber bauen, die können sie nicht verwenden. Müssen stattdessen auf ihren komischen Dingern da liegen. So, Bett hier rein. Genau, da war die Lokusleitung. Die kommt auch hier rein. Und dann kommt da noch ein Lämpchen rein. Dann sagen wir, du bist eine Zelle. Und dann bauen wir die fix fertig hier. Und dann können wir die klonen. Zwei bewaffnete Patrouillen. Können wir die jetzt zuweisen? Naja, die kosten zu viel, ne? Ja, was heißt zu viel? Wir kriegen 10.000 dafür. Was sind da die Voraussetzungen? Mit einer Schrotflinte... Ach, die braucht jeder ihren eigenen Spind. Okay, wenn wir jetzt die zweite gleich eingestellt haben, dann kriegen wir das ja. Was ist das denn hier? Lampe. Einrichtung. Spind. So. Haben wir noch was im Export? Dass wir vielleicht mal ein bisschen Geld kriegen? Jawohl, haben wir noch. Da hat schon wieder jemand... Also, dass wir jetzt hier regelmäßigere Kontrollen machen, das scheint also wirklich nicht ganz so schlecht zu sein. Und wir müssen hier dringend ran, dass wir hier das ausbauen. Das kriegen wir richtig, richtig Probleme. Hier wird ja noch gearbeitet. Schauen wir mal, ob wir da noch was von verkaufen können. Aber wir wollten es ja spannend haben. Ich bin ja echt gespannt, ob euch das ja auch gefällt, ne? Also, dass das immer hier so eng ist. Ja, genau. Jetzt brauchen wir noch Versorgung,
Strom. Und dann brauchen wir hier noch eine Gefängnistür. Und dann haben wir es auch schon. So, und die müssen bis spät in die Nacht schuften. Kriegen jetzt auch noch Happa Happa. Aus irgendeinem Grunde haben wir aber bei den Bedürfnissen irgendwie nie so richtig Hunger. Umwelt sieht halt scheiße aus, dass wir mal mehr sauber machen. Familie sind die meisten sehr zufrieden. Alkohol ist ein Problem. Da sind wir jetzt dran, dass wir da morgen die Therapien haben. Da bin ich echt gespannt, wie es aussieht. Aha. Wie soll der Arbeiter durchsucht werden? Was ist das denn? Moment, Moment, Moment. Hä? Ah, die Elektrosensoren, die schlagen natürlich aus, wenn man Elektro dadurch schmuggelt. Durch die Tür. Klar. So, der Herr Oberlerchner. Der möchte in seine Zelle. Und wir müssen jetzt neue Zellen bauen, weil ansonsten kriegen wir echt ein Problem. Und da klonen wir einfach mal. So. Dann haben die Jungs auch wieder was zu bauen. Jetzt kommt heute Nacht die Abrechnung. Eigentlich sollten wir dann 10.000 plus haben. Aber haben wir nicht. Wann werden die Gefangenen nochmal bezahlt? Wann werden die nochmal bezahlt? Also Einnahmen 32.000 pro Tag, Ausgaben 18.000 pro Tag. Tja, schauen wir mal, es wird spannend. Wir müssen auf jeden Fall noch eine bewaffnete Dingspatrouille zuweisen. Dann könnten wir eigentlich, Moment, kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin, noch eine bewaffnete Patrouille zu weisen, dann kriegen wir nämlich Ah, das sind erst Zwischenprodukte. Dang it! Hier wird jedenfalls Holz rausgehauen. Nein, jetzt haben die natürlich neue Sachen dafür gekauft. Arg. Ja, und wenn wir jetzt eine Wache mehr hätten, sozusagen, dann, hätten wir 10.000 mehr. Da kommt nochmal ein bisschen bei Gewinn rum. Haben wir denn hier noch was im Export liegen? Ah, nett. Diese ganzen Tabletten, Tablette hier, wozu brauchen wir die eigentlich immer? Frage ich mich gerade. Naja. Müssen wir warten, bis die Jungs morgen wieder gearbeitet haben. Jetzt fangen wir an, neue Bäume zu kaufen. Ich werde noch narrisch hier mit euch. So, jetzt aber. Personal, bewaffnete Wache. Einstellen und jetzt mal schnell auf Patrouille hier. Und dann kriegen wir nämlich das Geld und dann können wir damit ausbauen. So. Bewaffnete Wache. Bewaffnet. Wo lassen wir die denn herlaufen? Eins. Zwei. So, da haben wir es doch. Subventionszuschüsse, 15.000. Ich meine, er hätte nur 10 gestanden, aber gut. So, das bedeutet, wir kriegen jetzt erstmal hier unser Zellenproblem etwas in den Griff. Was macht denn die Versorgung hier? Da haben wir schon welche. Da haben wir schon Versorgung drin liegen. Okay. Gut, das heißt, wir können da noch neue Zellen reinbauen. Würde ich dann auch wieder von Hand bauen am besten. Na, falsch. die Toilette ist hinten. Gut. Toilette ist hinten. Also.
Ziegelmauer. Ziegel, 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 Ziegelmauer. Dann gucken wir nochmal. Ja, das passt. Weiter Ziegelmauer. Hier runter. Dann, wie habe ich das denn gemacht überhaupt? Lokus neben das Bett, okay. Einrichtung. Toilette. Und Bett. Wir hatten ja zuletzt auch dann so Sachen gemacht wie mit Bücherregale und so da rein. Das geht natürlich jetzt alles nicht, weil wir sind so knapp bei Kasse. Das geht nicht. So, wir können eine neue Aufgabe wählen übrigens. Vielleicht eine, die wir schon automatisch erfüllen können. Hier. Schalte Panzerung frei. Schock und frei. Also, die hätten wir schon erfüllt, sagt er mir. Erweitere deine Wachmannschaft. Schalte Panzerung frei. Hä? Was ist damit gemeint? Klonen, Zwangsarbeit, Fernsteuerung, Stationierung, Schmuggel, Patrouillen, Wachhunde, Überwachung, Richtlinien. Ach so, hier Körperpanzerung. Zellenblock C. Nutze ein Grundstück, denk daran, dein Gefängnis zu erweitern. Zellenblock C. Was steht denn da? Erfüllt Zellenblock 8. Erhöhe deine Kapazität auf 100. Das können wir jetzt noch nicht annehmen. Razzia Drogen. Finde 10 gestohlene Drogen. Das kriegen wir hin. Razzia Waffe und Werkzeuge. Das machen wir nicht. Personalwohlfühl. Errichte einen Personalraum. Habe mindestens 5 Wachen ohne Aufgabe. Habe kein Erschöpfungsverlust. Nee. Zellenburg C ist, glaube ich, das, wo wir... Das sollten wir machen, weil das kriegen wir jetzt hin. Seht ihr? Den müssen wir auch hinkriegen. So, jetzt erst. Ja, natürlich. Erst die Tür wieder reinbauen, damit du wieder nicht rauskommst, du Nasenbär. Wo bleibt denn mein Bett hier, bitte? Da werden wieder Bäume gepflanzt. Ja, Putzkammer brauchen wir noch. Wir brauchen noch eine. Dings. Eine Putzkammer. Wir brauchen noch eine. Wäscherei. So, wollen wir die Zelle? Hier. So. Und jetzt können wir klonen. Ne? Klonen. Und jetzt geht's los. Eins. Nein, schon wieder. Nein. Oh, Leute. Weg. Abbrechen. 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 Nochmal. Nein. Nicht ab. So. Und jetzt nochmal. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Läuft bei uns. Nicht ganz so weit nach draußen bauen, sonst haben wir dann hinterher wieder das Problem, dass die uns da die Sachen in die Zellen reinschmeißen können von draußen. So, wann kommen die neuen Gefangenen? In 2 Stunden. Oh, weia. Oh, weia. Oh, das Material wurde schon angeliefert. Und ihr seht also auch, wie bescheuert es eigentlich ist, wenn Leute mich einfach immer im Steam anschreiben. Das nervt einfach, ne? Es tut mir leid. Ich werde, glaube ich, dann auch in Zukunft keine Steam-Kontakte mehr annehmen, weil Leute es einfach nicht verstehen. Ja? Wenn ich auf beschäftigt stehe, dann hat das einen Grund. Das mache ich nicht, weil ich das immer drauf stehen habe, sondern einfach, weil es stört. Also, liebe Freunde, soviel zu dieser Folge von Prison Architect. Welche fantastischen anderen Sendungen es noch im Kanal gibt, seht ihr im Sendeplan unter tv.galo.de. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und bis bald.